Wir müssen über den Kapitalismus sprechen. Das Problem fängt mit dem Wort schon an. Wir sagen ja gar nicht Kapitalismus. Wir sagen freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft. Wir sagen ja auch nicht Mörder, sondern um die Ecke Bringer. Das klingt einfach hilfsbereiter. Wie Sie etwas nennen, ist doch völlig egal. Merken Sie schon. Wichtig ist, was es ist. Wir sollten Kapitalismus sagen. Es ist die Wirtschaftsform, in der wir leben. Es ist die Wirtschaftsform, in der man mit Geld Geld verdienen kann. Zins und Zinseszins. Geld, das er mit Geld verdient, muss man bei uns nur mit 25% versteuern. Geld, das er mit Arbeit verdient, mit bis zu 44%. Geld ist wichtiger als Arbeit, das spürt man auf Anhieb. Zins und Zinseszins ist gleichzeitig das, was einen kleinen Teil der Bevölkerung auf Dauer immer reicher macht und den Rest immer weiter absacken lässt. Das ist die berühmte Schere, die aufgeht. Das ist ein Automatismus in diesem Wirtschaftssystem. Das haben die Menschen eigentlich auch immer gewusst und deshalb hat es in allen Weltreligionen früher mal ein Zinsverbot gegeben. Der Islam kennt das bis heute. Die islamischen Banken, die nach der Scharia arbeiten, dürfen keine Zinsen nehmen. Können Geschäfte machen, aber Zinsen gibt es nicht. Man kann sich beteiligen. Im Christentum hat es das Zinsverbot tatsächlich auch mal gegeben, aber das ist lange her. Es kam der Tag, als aus Christen Katholiken wurden. Die Zinsen wurden erlaubt, der Kapitalismus als Nebenreligion akzeptiert und heute ist es unsere Hauptreligion. Denn das ist ja das, was die geschafft haben. Die haben es geschafft, ein Wirtschaftssystem als Religionsersatz aufzubauen. Die Menschen im Westen haben den Glauben an alles verloren, aber sie glauben unbeirrt, dass die kapitalistische Art zu wirtschaften langfristig für alle Menschen auf der Welt von Vorteil ist. Sie sollten lieber wieder an den Osterhasen glauben. Aber das ist das Tolle, wenn es erstmal eine Religion ist. Da kann man nicht mehr diskutieren. Das muss man auch gar nicht begreifen. Das muss man einfach nur glauben. Und die Religion Kapitalismus ist so organisiert, dass die einen dran verdienen dürfen und die anderen dran glauben müssen. Die Götter in der Religion Kapitalismus sind Wachstum und Produktivität. Da darf man gar nichts gegen sagen. Wenn man da was gegen sagt, ist man ja ein Vollspinner. Ohne Wachstum geht ja nur gar nichts. Wir wissen, das ewiges Wachstum ist schwierig, fragen Sie Rainer Kallmund, aber man muss am Ball bleiben. Das zweite ist die Produktivität, mit immer weniger Menschen in immer kürzerer Zeit immer mehr herstellen, da sind wir ganz begeistert von. Und da frage ich mich, wo kommt das her? Aus der Natur können wir das doch nicht haben. Die Natur ist nicht produktiv, die ist verschwenderisch. Ein Löwe, der jagt eine Antilope, dann frisst er die, bis er satt ist, dann legt er sie in die Sonne, sagt, boah, war das lecker. Was jedem mir gut. Und da wartet er, bis er wieder Hunger kriegt. Der Löwe kommt dann nicht auf die Idee zu sagen, ich habe jetzt für die Antilope 15 Minuten gebraucht. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich heute noch 5, da kann ich morgen frei machen. Der Löwe ist ja nicht bescheuert. Der hat ja nicht BWL studiert. Im Gegensatz zum BWLer weiß der Löwe ganz genau, wenn er heute 5 Antilopen fängt, kann er am nächsten Tag gar nicht frei machen. Nee, da muss er einen Kühlschrank bauen, um die Sachen frisch zu halten. Und bewachen muss er sie am Ende auch noch. Und am nächsten freien Tag muss er für den Strom sorgen, der den Kühlschrank betreibt. Dann muss das Haus drumherum gebaut werden und der Rattenschwanz hört nie wieder auf. Und der Löwe kommt nie mehr dazu, in der Sonne zu liegen und zu sagen, boah, was jede mir gut. Nur dem Menschen, der im Grunde schon alles hat, dem kann man einreden, dass er jedes Jahr noch mehr Antilopen am Dach jagen muss, damit er sich jedes Jahr das neueste Kühlschrankmodell leisten kann. Weil das ist das, was uns Menschen glücklich und zufrieden macht. Nicht satt in der Sonne rumliegen, sondern Konsum. Konsum macht uns glücklich. Und das ist Kapitalismus. Man kauft Dinge, die man nicht braucht, von Geld, das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht leiden kann. Das Wachstum der letzten 30 Jahre haben wir in Europa, Asien und USA mit Schulden finanziert. Jetzt haben wir eine Schuldenkrise. Wie wollen die da raus? Durch Wachstum. Was anderes kennt das System ja nicht. Wie wollen die das neue Wachstum finanzieren? Kennen Sie das Lied, ein Loch ist im Eimer? Es kommt noch besser. Nachdem wir jahrzehntelang geglaubt haben, man muss Schulden machen, um in Konjunkturprogrammen das Wachstum anzukurbeln, hat die Merkel jetzt rausgefunden, hören Sie mal, man kann Wachstum auch durch Sparen ankurbeln. Ja, nicht bei uns. Aber in Griechenland, Spanien und Portugal. Für diese Methode muss es warm genug sein. Fiskalpakt ist das Zauberwort.
der schönste Versprecher, den ich je im Radio gehört habe. Fiskalpakt. Die Schuldenbremse ist unsere Rettung. Was bremst die Schuldenbremse? Na, die Schulden, ist doch klar. Ihre Handbremse bremst ja auch die Hand. Die Merkel sagt, die Länder Südeuropas müssen wettbewerbsfähig werden. Die müssen so werden wie wir. Wir sind das große Vorbild. Deutschland ist Exportweltmeister, deshalb geht es uns so gut. Und ich glaube, die Merkel geht davon aus, wenn alle Länder mehr exportieren, als sie importieren, dann sind die Probleme gelöst. Die Familie Beckenbauer ist größer als erst vermutet. Natürlich, wie die Merkel mit dem Reden von der Wettbewerbsfähigkeit auch in unsere tiefsten deutschen Instinkte appellieren, an dieses Bewusstsein, dass die Südeuropäer alle faul sind. Weil das haben wir ja tief verinnerlicht, die liegen ja in einer Hängematte rum. Nicht? Das ist, da können die ja nichts für. Da hat ja der Sarrazin gesagt, das ist ja alles genetisch bedingt. Die kommen mit der Hängematte auf die Welt, was wollen sie machen? Wir Deutsche kommen auf die Welt, sind fleißig. Wir sind von Natur aus fleißig. Wir packen an, wir arbeiten, wir schuften. Wenn was kaputt geht, dann bauen wir das wieder auf. Und alle Welt schreit immer, ey, könnt ihr das bezahlen, wenn da was kaputt geht? Das ist die tiefe Überzeugung der Deutschen, egal was auf der Welt passiert, wir müssen das bezahlen. Im Grunde sind ja wir Deutschen die Einzigen auf der ganzen Welt, die alles, was sie haben, ihrem eigenen Fleiß zu verdanken haben. Also wir Westdeutschen, jetzt müssen wir auch genau werden. Als die Mauer aufging, ist über die Ossis genauso gelästert worden wie heute über die Griechen und die Spanier. Ne? Guck dich mal an, wie das da aussieht, hat's damals hier heißen. Was haben die denn da all die Jahre gemacht? Hier war da auch alles kaputt nach dem Krieg. Wir haben die Städte wieder aufgebaut. Was haben die denn da gemacht? Guck dich das doch da mal an. Die wissen doch gar nicht, was Arbeiten ist. Die Städte im Osten, als sie heißen, die sehen aus wie im schlimmsten Teil von Süditalien. Bloß noch mit dem scheiß Wetter dabei. Ja, Elend im Regen mag der Deutsche überhaupt nicht. Elend bei 40 Grad im Schatten, da fliegt der Deutsche hin, da kann er sich entspannen. Der Mythos vom Alleinstellungsmerkmal Fleiß der Deutschen, der bröckelt in den Zeiten der Globalisierung. Es stellt sich raus, der Chinese ist gar nicht so faul, der Inder auch nicht und es kommt doch knüppeldick. Der Rumäne will anfangen zu arbeiten. Das ist doch nicht die Aufgabe des Rumänen. Der Rumäne hat als Diebesbande im Wald rumzulaufen, oder? Wir bauen Handys, Rumänen klauen Handys. Das war die Verabredung. Plötzlich klauen die ganze Handyfabriken. Nokia zog mit der kompletten Fabrik von Bochum nach Rumänien um. Da waren die wettbewerbsfähig geworden in Rumänien. Und als Nokia mit der kompletten Fabrik nach Rumänien umzog, ich glaube, da haben manche in Westdeutschland zum ersten Mal begriffen, die Mauer war unser Freund. Ja, wir haben von der Mauer profitiert, wirtschaftlich. Das will doch keiner wirklich wahrhaben. Wir verdanken unserem wirtschaftlichen Reichtum zum großen Teil dieser Mauer. Wir waren ein Hochlohnland mit Billigimporten, eine einmalige Situation. Die Mauer hat uns die billigen Arbeitskräfte aus Osteuropa vom Hals gehalten und die billigen Importe durchgelassen. Eine perfekte Membran. Und wir konnten uns auch moralisch darüber empören. Eine Win-Win-Win-Situation. Und sie haben uns die Mauer kostenfrei dahingestellt, das wollen wir nicht vergessen. Das Ding ist all die Jahre einwandfrei gewartet worden. Und als die Betreibergesellschaft der Mauer, als die DDR 1983 zum ersten Mal ernsthaft in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, was war da? Strauß, Milliardenkredit, kommt sofort, ne? 1,5 Milliarden D-Mark Kredit für die DDR 1983. Heute würden wir sagen, wir haben einen Rettungsschirm aufgespannt. 1,5 Milliarden D-Mark. Da sind die aber auch noch mal 6 Jahre lang mit ausgekommen. Mit 17 Millionen Insassen. Da können Sie mal sehen, wie ordentlich da gewirtschaftet worden ist. Wenn Sie das Geld heute nach Zypern überweisen, verdampft das auf dem Weg. Das wären halt 750 Millionen Euro. 750 Millionen Euro Miese, das war bei der WestLB ein guter Tag. Die Banken haben tausende Milliarden Euro versenkt und schimpfen über sozialistische Misswirtschaft der DDR. Aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht würde ich sagen, die DDR war unser Niedriglohnsektor. Ja, die haben für billiges Geld das hergestellt, was bei uns die kleinen Leute kaufen können, wie man sagt, und die Studenten. IKEA hat in der DDR produziert. Heute ist das allgemein bekannt, das haben die ja inzwischen offen zugegeben. Damals hat man das nur ahnen können.
Hätte Ikea damals in Westdeutschland mit westdeutschen Stundenlöhnen Möbel herstellen lassen, dann hätten die ja niemals für das kleine Geld hier verkaufen können. Damals hat man das geahnt. Ne? Das Billigregal war immer ein typisches DDR-Produkt. Mal fehlten die Löcher, mal fehlten die Schrauben. Heute können wir das alles erklären. Denn wir wissen ja heute, die Pharmakonzerne im Westen haben ja auch die Medikamente an den Brüdern und Schwestern ausprobiert. Ja, bevor man Medikamente für Menschen zulassen kann, müssen sie erstmal irgendwo ausprobiert werden. Morgens haben die Medikamente getestet, nachmittags haben die Regale gebaut. Das passt doch alles zusammen. Die ganze weiße Ware von Otto Versand Neckermann. Weiße Ware, Kühlschränke, Waschmaschinen, die Marke Privileg. Das war aus der DDR. Das war alles DDR-Produktion. Die billigen Jeans von C&A, sogar die Plastiktüten für Aldi haben die in der DDR herstellen lassen. Die Brüder und Schwestern haben das Zeug für ein Apfelei hergestellt. Bei uns konnten sich das Studenten und untere Einkommensgruppen leisten. Die DDR-Bürger konnten sich die Sachen selbst nicht leisten. Nein, alles, was die erwirtschaftet haben, ging in den Erhalt ihres eigenen Gefängnisses. Man könnte auch sagen, es hat immer schon einen Euro-Jobber in Deutschland gegeben. Nur früher haben wir die wegen der Mauer nicht sehen müssen. Jetzt sind die integriert. Ja, wenn Sie von den 17 Millionen DDR-Bürgern, die es mal gab, die Kinder und die alten Leute abziehen, landen Sie doch ungefähr bei den 13 Millionen aus dem ersten Teil, die jetzt bei uns im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Das ist die Wahrheit über das kapitalistische Wirtschaftssystem. Das funktioniert nicht anders. Kapitalismus für alle geht nicht. Das ist wie Lotto. Da kann auch jeder Millionär werden, aber nicht alle. Wenn Sie für 38 Euro nach Mallorca in Urlaub fliegen wollen, muss auch einer für 1 Euro die Stunde die Klos putzen und die Flugzeuge sauber machen. Sonst funktioniert das alles nicht. Es war nicht möglich, die 17 Millionen Brüder und Schwestern auf den Lebensstandard der alten BRD anzuheben. Die Angleichung der Lebensverhältnisse ist nicht so gegangen, die ist so gegangen. Wir waren bis zum Fall der Mauer das Land mit den höchsten Durchschnittslöhnen in Europa und sind jetzt das Land mit den niedrigsten Durchschnittslöhnen in Europa. Seit 1990 sind wir abgesackt. Das, was für uns in der alten BRD ging, das geht nicht für so viele Menschen. In ganz Europa ging das natürlich auch nicht. Die Griechen und die Spanier, die haben geglaubt, wenn sie Kredite aufnehmen und sie anstrengen, können sie immer so leben wie die Deutschen. Das ist die Chimäre. Und was in Europa nicht funktioniert, kann für die ganze Welt erst recht nicht funktionieren. Dafür sind auch nicht die Ressourcen da. Da muss man auch mal ehrlich sein. Das gibt der Planet nicht her, unsere Lebensstandard für alle. Kleines Rechenbeispiel. Pi mal Daumen gesagt, die alten G7-Staaten. Also die haben wir jetzt ja wieder. G8 ist ja gescheitert, nicht nur schulisch. Die alten G7-Staaten, das waren USA, Kanada, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien. Das sind die G7-Staaten. Damit haben wir, das waren knapp 800 Millionen Menschen früher, damit haben wir fast 40% aller Rohstoffe weltweit verbraucht, jahrelang. Die Chinesen haben jetzt schon 1,5 Milliarden Menschen. Die Inder haben über 1 Milliarde schon, die wachsen schneller als China inzwischen. Wenn die das schaffen, durch ihren Fleiß auf unsere Lebensstandard zu kommen, da brauchen die Chinesen ja eines Tages mindestens 40% aller Rohstoffe. Die Inder brauchen auch mindestens 40% aller Rohstoffe. Wir brauchen immer noch mindestens 40% aller Rohstoffe. Und schon wird das so ein ganz klein bisschen eng. Und während die im Arbeitsministerium noch versuchen, den Kuchen in 3×40% aufzuteilen, fragen die restlichen 4 Milliarden Menschen auf der Welt, was kriegen wir denn eigentlich? Da sind noch 4 Milliarden Menschen über. Ja, die kriegen ja nichts. Ja, glauben Sie, damit geben die sich den Rest ihres Lebens zufrieden? Glauben Sie, die Afrikaner warten nochmal 50 Jahre, bis das Glück zu ihnen kommt? Nein, die kommen zu ihrem Glück. Und irgendwann werden die auch lernen, nicht mit allem in ein kleines Boot zu klettern. Da kommen die mit mehreren Booten und dann reicht das nicht mehr, denen beim Absaufen zuzugucken. Da muss man sich was Neues einfallen lassen. Und das sind die Diskussionen, die jetzt geführt werden müssen. Wie gehen wir mit diesem Wissen um? Teilen die Reichen in Deutschland mit den Ärmeren in Deutschland? Teilt das reiche Deutschland mit den ärmeren Ländern in Europa? Teilt das reiche Europa mit den ärmeren Ländern der Welt? Oder schotten sich die Reichen jeweils ab und verteidigen ihre Freunde in Deutschland, in Europa, in der Welt? Das sind die Diskussionen, die geführt werden müssen. Und da hat zum Beispiel die AfD eine klare Meinung, die kennen Sie, die Affen für D-Mark. Die sagen Abschottung. Die wollen die alte BRD wieder haben. Das ist ein klares Statement.
Die wollen die D-Mark wieder haben und den Lebensstandard der alten BRD. Das gute alte Wirtschaftswunder. Ne? Da, wo die Leute aus Spanien, aus Griechenland, aus dem Urlaub wieder kamen und sagten, ey, da kannst du für 3 Mark ein ganzes Buffet leer fressen. Die haben nichts da unten, da kannst du super Urlaub machen. So soll das wieder werden. Ne? Und für den Rest der Welt, da bauen wir dann die Festung Europa. Da reden die doch offen von inzwischen, da wird da schon dran gebaut. Festung Europa heißt doch nichts anderes, als dass wir eine neue Mauer bauen, oder? Jetzt wird doch nur noch diskutiert, kommen die Griechen auf die Seite von der Mauer oder auf die andere Seite von der Mauer. Wenn wir die Festung Europa und die Mauer erstmal gebaut haben, dann müssen wir bereit sein, die Mauer zu verteidigen. Das ist Ihnen schon klar, ne? Da werden wir eines Tages auf die schießen müssen, die rein wollen, nicht mehr auf die, die raus wollen. Hoffentlich können wir die alten Mauerschützen schnell genug umschulen. Und dann stellt sich irgendwann raus, der Honecker hat moralisch gesehen nur von der falschen Seite schießen lassen. Das sind die Diskussionen, die eigentlich anstehen. Und davon lenken die uns ab, zum Beispiel mit der Schuldenkrise. Diesem gemachten Phänomen. Die Schuldenkrise ist morgen zu lösen, mit einem Schnips. Denn alle Geldprobleme können Sie lösen. Die Ressourcenprobleme können Sie nicht lösen. Brauchen Sie gar nicht so skeptisch gucken. Die Ressourcen der Welt sind endlich. Im Gegensatz zur Blödheit der Investmentbanker. Geld kann man in beliebiger Menge herstellen. Geld ist nämlich überhaupt nichts. Das ist eine Fantasie. Sie bilden sich ein, dass Sie für das bedruckte Papier, was Sie im Portemonnaie haben, nächste Woche noch Brötchen kaufen können. Da glauben Sie dran. Ja, es kann aber sein, dass der Bäcker nächste Woche sagt, nee, bedrucktes Papier finde ich blöd. Ich hänge in Ihre Armbanduhr, da können Sie ein paar Brötchen haben. Das hat es alles schon mal gegeben. Geld kann seinen Wert von heute auf morgen komplett verlieren, weil es ist kein Wert. Das ist eine Absprache. Und Geld kann man in beliebiger Menge herstellen, das muss man einfach nur drucken. Man muss es nicht mal drucken. Das Geld, das wir heute in so großer Zahl haben, das existiert nicht mal in Münzen und Scheinen. Nur 10% des ganzen Geldes, das es in Euro gibt, gibt es als Schein und Münzen. Der Rest ist Buchgeld. Eine ganz wichtige Größe. Buchgeld, das ist das, was nur auf den Konten ist. Das Geld wird giriert. Das Wort Girokonto, das kennen Sie. Die schreiben das in Bücher und dann ist das Geld da. Es gibt keine Stelle in Europa, die sagt, wie viel Geld da sein darf. Die Geldmenge wird von niemand festgelegt. Keine Organisation, keine Regierung. Die Banken dürfen Geld aus dem Nichts schöpfen. Und deshalb ist das Problem der Schuldenkrise nicht, dass da richtiges Geld vernichtet worden ist. Denn wenn es um richtiges Geld gegangen wäre, wäre das doch ganz anders gelaufen. Das heißt, wenn ich Ihnen richtiges Geld leihe, also Geld, das ich mir zusammengespart habe, muss man jetzt den jungen Leuten wieder erklären. Sparen. Sparen ist nicht wie bei Schäuble. Wenn er weniger neue Schulden macht als geplant. Sparen ist, man gibt weniger aus, als man einnimmt. Man hat was über. Wenn ich Ihnen 10.000 Euro leihe von meinem Ersparten, weil Sie eine Geschäftsidee haben, und Sie kommen nach einem Jahr und sagen, tut mir leid, das ist alles in die Hose gegangen. Ich kann das im Leben nicht zurückzahlen. Dann muss ich sagen, das ist doof. Das ist sehr, sehr ärgerlich, aber dann ist das Geld jetzt eben weg. Kann ich nichts machen. Und jetzt ist nicht so schlimm, ich hatte das Geld über, sonst hätte ich es Ihnen ja nicht geliehen. Ja, ich verleihe doch kein Geld, das ich gar nicht habe. Ich bin doch keine Bank. Die Banken haben aber nicht nur Geld verliehen, das ihnen nicht selbst gehört hat, das sie sich selbst geliehen hatten. Die Banken verleihen auch Geld, das gar nicht da ist. Und das muss man erstmal begreifen, wie Geld geschöpft werden darf aus dem Nichts. Die Banken dürfen, ganz grob vereinfacht gesagt ist das jetzt, die Banken dürfen das 10-fache von dem verleihen, was sie an Einlagen tatsächlich haben. Also, wenn Sie 1.000 Euro eingezahlt haben von Ihrem Ersparten auf die Bank, auf ein Sparbuch, dann darf die Bank ihm jetzt 10.000 Euro leihen. Da fragen Sie natürlich zu Recht, wo nimmt die Bank die anderen 9.000 Euro her? Ja, die gibt es gar nicht. Das Geld entsteht dadurch, dass er verspricht, das in einem Jahr herbeizuschaffen. Er unterschreibt einen Kreditvertrag. Da steht drin, dass er in einem Jahr 10.000 Euro herbeischafft plus Zinsen und die zurückzahlt, obwohl es die gar nicht gab. Alles, was wir an Geld haben, entsteht durch Kreditvergabe. So. Wenn er jetzt nach einem Jahr kommt und sagt, das ist alles in die Hose gegangen, ich kann das nicht zurückzahlen, wobei zurückzahlen ist ja ein lustiger Begriff in dem Zusammenhang, dann kann die Bank eben nicht sagen, ja, ist das Geld eben weg, dann muss die Bank sagen, Moment mal, das geht nicht, dann sind wir ja weg. Und wir können nicht weg sein, wir sind systemrelevant. Außerdem schulden wir der Frau ja noch 1.000 Euro, wie stellst du dir das vor? Sollen wir jetzt die Bank zumachen und arbeiten gehen, um die Schulden abzuarbeiten? Oder was? Dafür sind wir ja nicht Banker geworden, um arbeiten zu gehen. Was macht also die Bank? Die Bank sagt, ja, da leihen wir dir jetzt 11.000 Euro. Davon zahlst du die 10.000 zurück, plus die Zinsen,
Plus eine kleine Mühe dafür, dass wir weiter mit dir Geschäfte machen. Das Geld kriegt er aber nicht ausgezahlt. Die Bank schreibt einfach in ihre Bücher, dass der jetzt 11.000 Euro Schulden hat. Vorher konnte er mit den 10.000 Euro konnte er noch einkaufen gehen. Mit dem Zettel, dass er verspricht, in einem Jahr 10.000 Euro zu haben, konnte er einkaufen gehen. Ich meine, der könnte auch selber Zettel ausfüllen. Ihr könnt doch Zettel ausfüllen, ich werde in einem Jahr 10.000 Euro haben. Versuchen Sie dann mal einkaufen zu gehen. Wenn die Bank so Zettel ausfüllt, dann geht das. So, im ersten Jahr hatte die Bank 10.000 Euro zu kriegen und 1.000 Euro Schulden. Jetzt hat die Bank 11.000 Euro zu kriegen und 1.000 Euro Schulden. Die Bank steht also bilanziell besser da als im Jahr davor, obwohl er pleite gegangen ist. Dann steigt der Aktienkurs. Und das Ganze ist Teil des Bruttosozialproduktes, die Bilanz der Bank. Jetzt sagt die Bank in einem Jahr so, was ist jetzt mit unserem Geld? Da sagt er, ja, was soll denn damit sein? Das ist ja nie bei mir eingekommen, das ist ja direkt wieder zurückgelaufen. Ja, sagt die Bank, das stimmt, allein mal die jetzt 12.000 Euro. Davon zahlst du die 11.000 zurück, plus die Zinsen und dann 13, dann 15, immer hat der Mann 20.000 Euro Schulden bei der Bank. Der ist mit 20.000 Euro verschuldet, obwohl er ursprünglich nur 10.000 Euro in den Sand gesetzt hat, wovon es nur 1.000 Euro wirklich gab. Und dann sagt die Bank, jetzt müssen wir die Zinsen raufsetzen, damit du ein bisschen schneller auf die Beine kommst. Oder die Bank sagt, die Ratingagentur, das ist sie da vorne, die sagt, du siehst ein bisschen blass aus. Das wird uns alles zu heiß, wir verkaufen jetzt die Schulden, die du bei uns hast. Man kann die Schulden ja weiterverkaufen, auf dem Anleihemarkt. Staatsanleihen sind Schulden. So, da sagt die Bank, hier, wir haben hier bei dem Herrn einen Schuldschein über 20.000 Euro, der sieht ein bisschen blass aus, sagt die Ratingagentur, was bieten Sie dafür? Da kommt er und sagt, da biete ich 8.000 Euro für, er ist der Hedgefonds. Hedgefonds kennen Sie? Hedgefonds sind Organisationen, die sammeln Geld von Anlegern ein, leihen sich das Zehnfache dazu nochmal von Banken und machen damit Geschäfte. Dann sagt die Bank, was? 8.000 Euro für 20.000 Euro Schulden? Da habe ich 12.000 Euro miese gemacht. Da habe ich 60% Verlust in der Bilanz. Wie soll ich meinen Aktionären das erklären? Ja, wenn es gar nicht anders geht, das ist aber eine bittere Pille. Wenn jetzt alles gut geht, kriegt die Bank 8.000 richtige Euro. Kann eh die 1.000 Euro zurückzahlen, hat 7.000 Euro über, die sie vorher immer nur auf Zettel geschrieben hat. Und muss die 7.000 Euro nicht mal versteuern, weil sie hat ja in der Bilanz 12.000 Euro Verlust gemacht. Auf die Geschäftsidee wären sie auch gerne gekommen, oder? Und der Hedgefonds will sein Geld auch wieder haben und macht einen riesen Palaver und wir lassen alle einsperren und Schuldenturm und so, wenn er sich eine Lösung gefunden hat. Er sagt die Allgemeinheit jetzt mal langsam, wir können nicht alles den Bach untergehen lassen, wir finden eine Lösung. Ich stelle dir das vor, also alles wirst du nicht kriegen, 20.000 Euro ist unmöglich, aber ein Schuldenschnitt, ist das okay? Ja, so der Hedgefonds, Schuldenschnitt, ja, 5%, 5%. Dann kriegt der Hedgefonds 10.000 Euro. Hat er auch noch 2.000 Euro verdient. Die Bank hat 7.000 Euro verdient, der Hedgefonds hat 2.000 Euro verdient. Und wer legt das Geld am Schluss auf den Tisch? Sie sind der Steuerzahler. Glückwunsch. Ja. Das, was wir jetzt hier mit Tausenden gemacht haben, haben die Banken mit Milliarden gemacht. Die Länder müssen sich das Geld ständig wieder neu leihen, weil sie es nicht zurückzahlen können. Und die Zinsen noch dazu, das machen wir Deutschen ja auch. Seit 30 Jahren haben wir noch nicht einen einzigen Euro zurückgezahlt von allen Schulden, die wir je gemacht haben. Wir nehmen jedes Jahr wieder neue Schulden auf. Und irgendwann muss das Geld hergeschafft werden. Einer muss in der Realwirtschaft das Geld erwirtschaften, was die Banken in den Büchern schreiben. Und das ist dann die Arbeit der Bevölkerung, und das ist dann der Steuerzahler. Das ist das Spiel, das sie spielen. Und seit 5 Jahren tun wir nichts anderes in Europa, als diesen Schmarotzerpack weiter durchzufüttern, meine Damen und Herren. Wir retten dieses System. Anstatt dass man damals direkt gesagt hätte, wenn Sie Geld verliehen haben, das Sie nicht wiederkriegen, haben Sie Pech gehabt. Dann machen Sie die Bank zu. Ja, die 1.000 Euro, die die Frau eingezahlt hat, die garantieren wir. Da steht die Gemeinschaft für gerade. Und dann können Sie jetzt bitte wieder arbeiten gehen. Wir haben Jobs genug. An der Bettpfanne im Altersheim mit Scheiße bauen kennen Sie sich aus. Bitte sehr. Die Schuldenkrise ist gemacht. Man hätte da ganz anders drauf reagieren können. Die Griechen hatten bei Ausbruch der Schuldenkrise pro Kopf 29.000 Euro Staatsschulden. Die Amerikaner hatten zum selben Zeitpunkt pro Kopf 35.000 Euro Staatsschulden. Die Griechen galten als komplett zahlungsunfähig, denen hat kein Schwein mehr was geliehen. Die Amerikaner galten als solvente Geschäftspartner, die kriegten Kredite ohne Ende. Die Griechen mussten Sparpakete schnüren, da haben wir drauf bestanden. Die mussten die Renten um 30% kürzen, bei einer Durchschnittsrente von 700 Euro und denselben Lebensmittelpreisen wie hier übrigens.
Die haben Leute entlassen müssen, Löhne kürzen müssen, die haben jetzt 60% Jugendarbeitslosigkeit. Und die Amerikaner haben weiter neue Schulden gemacht. Der Barack Obama hat jetzt 5 Jahre lang jedes Jahr 700 Milliarden Euro neue Schulden gemacht, also zusätzliche. Der hat jedes Jahr mehr neue Schulden gemacht, als Griechenland, Spanien und Portugal in 30 Jahren zusammen aufgehäuft hatten. Die Amerikaner kriegen das Geld aber geliehen und die zahlen kaum Zinsen. Die Griechen mussten am Schluss bis zu 8% Zinsen zahlen. Die Amerikaner haben nie mehr als 2% Zinsen gezahlt. Warum? Alle Welt leiht den Amerikanern gerne Geld. Weil alle wissen, die Amerikaner haben eine Armee, die kommen sich das sonst holen. Und den Rest schießt die amerikanische Zentralbank da rein, die Federal Reserve. Die Federal Reserve leiht dem amerikanischen Staat jetzt seit Jahren Geld für 0%. Und auch noch für die nächsten paar Jahre. Der Staat finanziert sie umsonst. Und sehen Sie mal, wenn Sie keine Zinsen zahlen müssen und keiner das Geld wieder haben will, sind Schulden überhaupt kein Problem. Können Sie mal ausprobieren. Die Amerikaner werden zu 0% finanziert. Die Griechen zahlen trotz Sparpakete immer noch 4% Zinsen. Deshalb kommen die immer noch nicht richtig zurecht. Ja, sagen die Experten, du darfst das nicht mit der Pro-Kopf-Verschuldung nehmen. Du musst das in Relation zum Bruttosozialprodukt setzen. Die Griechen sind mit 160% vom Bruttosozialprodukt verschuldet. Das ist das Problem. Ah, sag ich, deshalb zahlen die Zinsen. Was ist mit Japan, sag ich dann. Wissen Sie, wie hoch Japan verschuldet ist? Mit 200% oder sogar noch mehr vom Bruttosozialprodukt. Japan ist viel pleiterer als Griechenland je gewesen ist. Wie hoch sind die Zinsen in Japan? Null. Es gibt keine Zinsen in Japan, seit Jahren nicht mehr. Seit die letzte Immobilienblase geplatzt ist, Mitte der 90er, kennen die da keine Zinsen mehr. Die Japaner gehen zur Arbeit, die essen, die trinken, die fahren auch in Urlaub, die kaufen Autos. Und in unseren Zeitungen steht seit 15 Jahren, die japanische Wirtschaft kommt nicht mehr auf die Beine, die haben kein Wachstum mehr. Nee, die leben einfach nur. Und wenn Sie sich das mal mit Verstand angucken, dann werden Sie begreifen, das Wachstum brauchen Sie gar nicht, damit die Menschen Arbeit haben. Und damit die Menschen was zu essen haben, das Wachstum in diesem Wirtschaftssystem brauchen sie jedes Jahr nur, um die immer höher werdenden Zinsen erwirtschaften zu können. Es müssen jedes Jahr mehr Zinsen erwirtschaftet werden, weil das, was verdient worden ist, wird wieder neu angelegt. Und dafür muss gearbeitet werden. Mehr Produkte brauchen wir doch schon lange nicht mehr. Wir Deutsche schmeißen 40% von allen Lebensmitteln, die wir kaufen, in die Mülltonne. Wir schmeißen ein Drittel aller Medikamente, die wir verschrieben bekommen, auch in die Mülltonne. Wir produzieren in Europa 20% mehr Autos, als man verkaufen kann. Dasselbe gilt für Handys und für jeden anderen Schrott und Scheiß. Haben Sie noch nie in einem Kaufhaus gestanden und sich gefragt, wer kauft das eigentlich alles? Das ist Volksverarschung mit dem Wachstum. Das brauchen wir nicht, um die Menschen zu beschäftigen. Das brauchen wir nicht, um die Menschen zufriedenzustellen. Das Wachstum brauchen wir, um die Zinsen zu erwirtschaften. Denn die, die einmal Geld haben, lassen das ja für sich arbeiten. Ne? Das ist ja der beste Spruch im Kapitalismus. Das Geld für sie arbeiten lassen, tun sie ja auch. Ne? Wenn sie Lebensversicherung abgeschlossen haben, lassen sie das Geld. Haben sie schon mal versucht, einen 50-Euro-Schein eine Chip in der Hand zu drücken? Ja, da wird sogar der BWLer merken, Geld kann überhaupt nicht arbeiten. Das ist für viele BWLer ein Schock, wenn die stundenlang mit dem 50-Euro-Schein vor der Schippe rumwedeln. Ne? Arbeiten können nur Menschen. Menschen müssen arbeiten, um die Zinsen zu erwirtschaften. Wenn Sie 4% Rendite haben wollen auf die Lebensversicherung, was meinen Sie denn, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Sperren Sie das in Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge oder was? Wenn Sie 4% Rendite haben wollen, muss die Versicherungsgesellschaft jemanden finden, der 7% Zinsen zahlt. Denn Sie wollen 4% haben, die haben Kosten und wollen auch noch was verdienen. Also einer muss arbeiten und 7% erwirtschaften. Und im nächsten Jahr legen Sie neues Geld in die Lebensversicherung an. Das sind jedes Jahr Milliarden, die die Deutschen neu anlegen. Und dafür muss wieder was erwirtschaftet werden. Und deshalb müssen die Menschen, die produktiv arbeiten, jedes Jahr noch produktiver werden. Und das, was sie mehr erwirtschaften, wird nicht als Lohn ausgezahlt, sondern immer größeren Batzen in Form von Zinsen oder Dividenden ausgeschüttet an die Leute, die schon einmal Geld haben. Und die Deutschen alleine haben ihr Vermögen von 1980 bis heute von 2.000 Milliarden auf 5.000 Milliarden Euro gesteigert. Das ist das Barvermögen der Deutschen. Da sind die Immobilien doch gar nicht mit dabei. 2 Billionen auf 5 Billionen von 1980 bis heute. Auf diesem Berg müssen inzwischen Zinsen geschaufelt werden. Und deshalb müssen wir aufhören, von einer Schuldenkrise zu reden, meine Damen und Herren. Das ist Verarschung. Wir haben eine Vermögenskrise. Die arbeitenden Menschen vermögen, die Zinsen nicht mehr zu erwirtschaften.
man hätte Griechenland ganz anders helfen können. Natürlich hätte man sagen müssen, ihr Griechen, ihr seid natürlich ein Spezialfall. Ich meine, Griechenland ist nur komplett unterfinanziert gewesen, wie alle europäischen Länder, aber da ganz extrem. Die Länder sind unterfinanziert, weil sie weniger Steuern einnehmen, als sie an Ausgaben haben. Die Empfehlung der BWLer und der Volkswirtschaftler ist dann immer, ja, wenn ihr weniger einnehmt, also ausgeht, müsst ihr die Steuern senken. Ja, machen Sie doch auf, wenn Sie mit Ihrem Geld nicht auskommen, gehen Sie zum Chef, sagen Sie, Chef, ich kann die Miete nicht mehr zahlen, kannst du meinen Lohn senken. Griechenland ist ganz extrem, die kennen das dann mit dem Steuerzahlen überhaupt nicht. Sobald sie ein bisschen besser verdienen oder selbstständig sind, dann zahlen sie da keine Steuern. Das sind Fantasieerklärungen, die da abgegeben haben. Ich glaube, da gibt es Dörfer, da liegen Luxusjachten im Hafen, da hat nie einer mehr als 10.000 Euro im Jahr verdient. Die Steuererklärung, da ist besonders wichtig die Anlage B, wie Bargeld. Sie schreiben eine Fantasiezahl in die Erklärung, legen 50-Euro-Schein hinten rein, dann sagt der Beamte, das stimmt so, das sieht gut aus. So war das in Griechenland jahrzehntelang. Das ist halt immer so gegangen und gut war. Und die Reichen haben keine Steuern gezahlt, sondern haben das Geld in die Schweiz verschleppt oder haben mit dem Schwarzgeld Schwarzbauten, Luxusvillen dahingestellt, Schiffe angeschafft und so weiter. Da gibt es kein Katasteramt drüber, keiner weiß, wem die Luxusvillen gehören. Und 200 Milliarden Euro griechischer Schwarzgelder liegen auf Schweizer Konten. Das ist die offizielle Auskunft vom Internationalen Währungsfonds. Der ist ja kommunistisch unterwandert, wie wir alle wissen. Die griechischen Staatsschulden betrugen übrigens 300 Milliarden Euro auf dem Höhepunkt der Krise. 200 Milliarden Schwarzgeld in der Schweiz. So, jetzt haben wir ja zu den Griechen sagen, pass mal auf, ihr Griechen, wir helfen euch. Aber da müsst ihr natürlich auch was tun. Ihr müsst euer Steuersystem reformieren, ihr müsst überhaupt erstmal Steuern eintreiben von den Besserverdienern. Ihr müsst ein Katasteramt einführen und finden, wem die Luxusvillen da gehören. Ihr holt das Schwarzgeld aus der Schweiz zurück und dafür kriegt ihr 5 Jahre Zeit. In der Zeit hält die EZB echt den Rücken frei. Wenn die amerikanische Zentralbank das Land mit 0% finanzieren kann und die japanische Zentralbank das Land mit 0% finanzieren kann, kann die europäische Zentralbank das doch auch. Ihr müsst da was machen, die Reformen werden kontrolliert, aber in der Zeit haben wir euch den Rücken frei. Das darf die EZB aber nicht. Die EZB darf das Geld nicht in Länder leihen, sie muss es den europäischen Banken leihen. Denn unsere Experten sagen, nur die Banken wissen, wem man Geld leihen darf und wem nicht. Das Geld kommt aber eh von der EZB. Die Banken müssen sich ja auch refinanzieren. Die Banken leihen sie im Augenblick das Geld bei der EZB für 0,25% und leihen das den Griechen für 4%. Warum darf die EZB den Griechen das nicht direkt leihen? Weil dann das Schmarotzerpack bei den Banken sein Geschäftsmodell verloren hat, meine Damen und Herren. Und wir reden eben nicht von den kleinen Sparkassen, die wir brauchen. Wir reden nicht von den Geschäftsbanken, die wir brauchen, um unser Gehalt überwiesen zu bekommen und abzuwickeln. Wir reden von diesen Investmentbankern. Dieses Schmarotzerpack finanziert all diese Wirtschaftsexperten, die Ihnen im Fernsehen erklären, dass die EZB den Ländern nicht helfen darf. Das sind alles Mietmäuler. Das lassen Sie sich was kosten. Das Geld kommt da von der EZB. Da hätte man doch sagen können, pass mal auf, ihr Griechen, ihr kriegt 5 Jahre Zeit, Reformen zu machen, habt ihr eine Chance? Ja. Und wenn da ein Kredit fällig wird bei der Deutschen Bank, sagen wir mal, in Höhe von 10 Milliarden, ruft er bei der EZB an, dann überweisen die euch das Geld, ihr überweist es an die Deutsche Bank, die überweist es an die EZB zurück, ist einmal rumgelaufen, alle sind zufrieden, glücklich. Und die EZB muss keine Gewinne machen, die brauchen keine 26% Eigenkapitalrendite. Aber dann hätte der Schmarotzerpack sein Geschäftsmodell verloren. Stattdessen ist die Merkel dann nach Griechenland gefahren und hat gesagt, Freunde, wir hören jetzt halt 8% Zinsen auf dem freien Markt. Das kann ja keiner, das wissen wir. Wir helfen euch. Und dann hat die Merkel einen Hilfskredit über 10 Milliarden Euro auf den Tisch in Griechenland gelegt. Können Sie sich erinnern? War ein Riesengeschrei bei uns. Unser gutes deutsches Geld in dieses Fass ohne Boden. Das war gar nicht unser Geld. Wir hatten noch keine 10 Milliarden über. Wovon träumen Sie eigentlich alle nachts? Zu dem Zeitpunkt haben wir uns 50 Milliarden neu geliehen, um mit Konjunkturprogrammen die Abwrackprämie zu finanzieren. Und die 10 Milliarden, die wir den Griechen geliehen haben, haben wir uns natürlich auch geliehen. Aber für 2%. Wir haben das Geld für 2% geliehen und den Griechen für 5% verliehen, wie man das unter Freunden so macht. Wir haben an dem griechischen Kredit jedes Jahr 300 Millionen Euro verdient. Und das hat der Schäuble fest eingeplant gehabt als Einnahme im Haushalt. Das können Sie nachgucken. Das stand da drin. Und die Griechen haben auch treu und brav bezahlt. Und als der griechische Finanzminister nach 3 Jahren mal dezent in einem Interview darauf hingewiesen hat, dass wir Deutschen jetzt schon 900 Millionen Euro an dem Kredit verdient hatten, ohne einen einzigen Cent eigenes Geld eingesetzt zu haben, da sind die über den hergefallen. Oder undankbar sein. Und am selben Tag, wo die den Kredit über 10 Milliarden dahingelegt hat, hat die Merkel den Griechen noch einen Kaufvertrag für 2 neue U-Boote von deutschen Werften auf den Tisch gelegt.
Wir passen schon auf, dass die Griechen von dem Geld, das wir denen leihen, keinen Scheiß kaufen. Und die U-Boote brauchen die, um sie in der Krise über Wasser zu halten. Ne? Wie gehen Sie zu an, warum wir in Teilen der griechischen Bevölkerung so beliebt sind? Die Treuekette sagen, wir sind Griechen, holt das Schwarzgeld aus der Schweiz zurück. Wofür habt ihr die U-Boote? Auf, marsch, marsch. Führt ein Steuersystem ein. Und wenn ihr nicht wisst, wem die Luxusvillen gehören, da empfehle ich ja folgende Vorgehensweise. Ich klinge in einer ersten Luxusvilla und sage, guten Tag, wir kommen vom Finanzamt, wir hätten gerne mal gewusst, wem das Haus hier gehört. Und wenn die sagen, das wissen wir auch nicht. Wir wohnen hier nur. Würde ich sagen, also Sie sind nicht der Besitzer, nicht der Eigentümer. Nö, wir wohnen hier nur. Dann sind Sie Mieter. Da müssen Sie auch einen Mietvertrag haben. Sie müssen den Besitzer doch kennen. Nö, wir wohnen hier nur. Würde ich sagen, dann kommen Sie mal raus. Sie sind nicht Besitzer, nicht Eigentümer, nicht Mieter. Sie sind Besetzer. Ab ins Gefängnis, ich lasse einen Bulldozer kommen und renaturiere das herrenlose Gelände. Das ist wunderbar für die Umwelt. Es schafft Arbeitsplätze im Bulldozerbereich. Während die Jungs beschäftigt sind, klingel ich schon bei der Nachbarvilla. Guten Tag. Wir kommen vom Finanzamt, wie Sie sehen, führen wir hier Umstrukturierungsmaßnahmen durch. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie drei Villen abgerissen haben, ab der vierten Villa meldet sich überall ein Besitzer. Was wollen Sie eigentlich? Wir wollen wissen, wem das Haus gehört. Das ist mein Haus. Was wollen Sie denn jetzt? Wir wollen wissen, wovon das bezahlt worden ist. Laut unseren Unterlagen haben Sie ja nie mehr als 10.000 Euro im Jahr verdient. Das Haus war noch ein bisschen mehr wert. Hat mehr gekostet, oder? Wovon haben Sie das denn bezahlt? Ja. Sollen wir raten? Schwarzgeld? Ja. Jetzt hören Sie doch mit dem Getue auf. Wir sind doch selber geriefen. Wir wissen, was hier gelaufen ist. Ist ja auch kein Problem. Das war bis jetzt so akzeptiert. Da sollen Sie nicht für bestraft werden. Nur, wir müssen hier sparen. Die Renten müssen gekürzt werden um 30%. Sie zahlen ja 10 Jahre die Steuern nach. Sie sagen es, was das Haus gekostet hat. Darauf zahlen Sie hier 10 Jahre Steuern nach. Auf die Summe. Ja, mein Geld ist in der Schweiz. Ja, dann holen Sie das zurück. Ich will mich beeilen. In 2 Tagen kommt der Bulldozer. Mal gucken, wer schneller ist. Sie müssen das ein bisschen sportlich organisieren, meine Damen und Herren. Sie müssen diesen Leuten zeigen, dass sie das ernst meinen. Die Reichen zahlen keine Steuern, die verschleppen das Geld in die Schweiz und kaufen von da aus an Staatsanleihen. Das ist, als wenn ich ihnen die Möbel klaue und sage, sie können die zurückmieten. Glauben Sie, Ali Schwarzer hat freiwillig ihre Steuern nacherklärt? Der haben sie auch Druck gemacht. Nicht aus Deutschland, nein, aus der Schweiz. Wissen Sie eigentlich, was inzwischen in der Schweiz los ist? Die Schweizer Banken haben nämlich richtig Stress. Das Steuerabkommen ist ja gescheitert und es geht hier gar nicht mal um Uli Hoeneß. Sondern die Schweizer Banken haben begriffen, die kriegen richtig Ärger. Die werden nämlich verklagt wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die Amerikaner haben die schon tot geklagt. Mit Milliardenstrafen haben alles offengelegt, was Amerika betrifft. Und die haben Angst, dass aus Europa der Rest jetzt auch kommt. Und da haben die Schweizer Banken im letzten Sommer ihren Kunden gesagt, pass mal auf, wenn ihr hier Geld habt, das bis jetzt in Deutschland unbekannt war beim Fiskus, dann macht euch jetzt bitte ehrlich. Ihr müsst bis Ende des Jahres eine Bescheinigung vorlegen, dass das Finanzamt in Deutschland weiß, was ihr hier habt. Und wer das nicht vorlegt, der kriegt das Vermögen in Form eines Bargeldchecks ausgezahlt. Und da können Sie mal gucken, wo Sie den einlösen. Und deshalb haben wir 60.000 Selbstanzeigen, meine Damen und Herren. Das hätte ihr doch niemals freiwillig gemacht, die Schwarzer. Die haben wir doch jetzt noch rum. 10 Jahre hat sie nachgezahlt. Jetzt wären wir aber quitt, was wir jetzt eigentlich noch wollten. Wir sind nicht quitt, du Bild-Zeitungsnutte. Und es geht ja auch nicht darum, die Frauenbewegung zu diskreditieren oder anzugreifen. Es geht genau um dich. Du hast vor 30 Jahren das Geld verschleppt. Damals hast du die Steuern nicht gezahlt, seitdem nicht. Das Geld, das uns da gefehlt hat, haben wir aufnehmen müssen. Dafür zahlen wir heute noch Zinsen. 30 Jahre hinterzogen, 10 Jahre nachgezahlt. Und dann sagen wir, sind doch quitt. Was ist denn das für eine Moralvorstellung, die sich hier eingeschlichen hat? Diese Leute, die immer sagen, ja, die Steuern sind aber auch so hoch, da muss man ja schon in die Schweiz. Ja klar, bei Karstadt ist so teuer, da muss man klauen, ne? Und da kommen sie immer und sagen, ja, aber die Amerikaner, die zahlen viel weniger Steuern. Ja, aber das, was die zahlen müssen, das wird doch eingetrieben. Der amerikanische Fiskus ist da richtig hinterher. Die IRS ist genauso gefürchtet wie die NSA. Jeder Amerikaner, der im Ausland Geld verdient, muss das in den USA versteuern. Bei uns ist das nicht so, ne? Nö, Vettel, Beckenbauer, die leben in Österreich oder in der Schweiz und zahlen keine Steuern hier. Schumacher auch, um den sie alle so große Sorgen machen. Da sage ich immer, Schumacher ist auf der Steuerflucht für den Felsen gelaufen.
Kann man solche Mitleid mit haben, meine Damen und Herren? Hatte der Mitleid mit uns? Der Mann ist in die Schweiz gezogen, als er 80 Millionen D-Mark verdient hat damals pro Jahr. Da hat der offiziell gesagt, Spitzensteuersatz zu zahlen finde ich unfair und ist abgehauen. Der hat uns 10 Jahre lang jedes Jahr mindestens 35 Millionen hinterzogen. Dann spendet er bei der Oderflut 1 Million und da wird ihm ein Denkmal gesetzt, der tolle Schumi und alle sind begeistert. Wie kann man denn so einen Menschen zum Idol machen? Das ist ein asoziales, egoistisches Charakterschwein. Und das muss man noch mal so aussprechen. Wer zahlt denn die Honorare für den Beckenbauer? Die Sky-Zuschauer, oder? In Deutschland wird das Geld verdient und es wird nicht versteuert. Man muss das alles ein bisschen sportlicher organisieren. Bei den Luxusjachten in Griechenland brauchen sie nicht mal einen Bulldozer. Da gehen sie einfach auf die erste Yacht, sagen, wem gehört das hier? Wenn sie sich gerne melden, machen sie drei Löcher rein, blub, blub, blub. Wenn sie 3 Yachten versenkt haben, kommt wieder einer angelaufen. Das ist mein Schiff, was wollen Sie eigentlich? Ja, wir wollen wissen, wem das gehört. Und dann wollen wir wissen, wovon das bezahlt worden ist. Ja, wir wissen es ja inzwischen, das ist alles Schwachsinn. Ist kein Problem, sie zahlen 10 Jahre die Steuern nach und dann sind alle glücklich. Ja, aber mein ganzes Geld steckt doch in dem Schiff. Ja, dann müssen sie das Schiff jetzt verkaufen und davon zahlen sie die Steuern nach. Ja, aber dann hätten sie das ja gleich versenken können. Jetzt beginnst du zu begreifen, mein Freund. Es war nie sein Geld, wovon er das Schiff gekauft hat. Das wollen diese Leute nicht begreifen. Das Schuldenproblem ist zu lösen, in Deutschland sowieso. In Deutschland können wir das Schuldenproblem morgen mit einem Schnips lösen. Jeder Deutsche hat 25.000 Euro Staatsschulden. Das sind die berühmten 2.000 Milliarden von der Schuldenuhr des Bundessteuerzahlers. Ne? Das sind 25.000 Euro pro Kopf an Staatsschulden. Jeder Deutsche hat aber auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch. Sie müssen aufräumen zu Hause. Das Geld ist jedenfalls da. Das sind die 5.000 Milliarden, von denen ich eben sprach. Das Barvermögen in Deutschland sind 5 Billionen pro Kopf vom Baby bis zum Greis 60.000. Jetzt habe ich mal eine Frage. Sie haben 60.000 Euro Barvermögen, warum haben Sie 25.000 Euro Schulden gemacht? Ist er nie bescheuert? Auflösung. Die 25.000 Euro Staatsschulden, die haben Sie wirklich. Das ist Ihr Anteil als Steuerzahler. Die 60.000 Euro Barvermögen, die gibt es auch pro Kopf, aber die haben Sie nur statistisch. So wie Sie statistisch gesehen auch 287 Eier im Jahr essen, obwohl Sie gar keine Eier mögen. Das ist das Tolle an Statistik. Das Geld ist aber da. Es ist aber schlecht verteilt. 50% der Deutschen haben überhaupt keine Ersparnisse. Wer für 833 Euro im Monat arbeiten geht und dem geht die Waschmaschine kaputt, der hat echt ein Problem. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse. Die reichsten 10% verfügen über 65-66% der gesamten Ersparnisse. Und der Prozentsatz, der den reichen 10% gehört, der wächst von Jahr zu Jahr. Der wird immer größer. Die reichen 10% verfügen über 3.200 Milliarden Euro Barvermögen. Die können die Staatsschulden in Höhe von 2.000 Milliarden aus der Portokasse bezahlen und hätten mehr über, als der Rest jemals im Leben zusammen erarbeiten kann. Jetzt sind wir ja eine Schicksalsgemeinschaft. Da müssen Sie nicht lachen, das hat der Schäuble gesagt. Wir sind eine Schicksals- und Solidargemeinschaft. Und diesen blöden Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen. Jeder nimmt jetzt seine 60.000 Euro Barvermögen, zahlt die 25.000 Euro Staatsschulden zurück und dann fangen wir alle mit 35.000 Euro nochmal neu an. Wäre das ein Vorschlag? Und jetzt die volkswirtschaftlich realistische Variante. Und das wäre sogar innerhalb des Kapitalismus möglich, innerhalb unseres jetzigen Systems. Wenn die reichen 10% die Hälfte von ihrem Geld abgeben würden, wären die Staatsschulden so weit abbezahlt, dass der Rest locker zu stemmen wäre. 50% müssen die abgeben, müssen ja nie auf einen Schlag abgeben. Volkswirte haben das alles durchgerechnet. Wenn die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, ist das Geld ja auch zusammen. Dann wären wir in 10 Jahren quasi entschuldet. 5% jedes Jahr ist das, was die Reichen letzten 10 Jahre jedes Jahr in Zinsen kassiert haben. Wofür die kleinen Leute arbeiten waren. Wir wollen gar nicht an das Vermögen dieser Menschen ran. Wir wollen die Zinsen der letzten 10 Jahre in den nächsten 10 Jahren wieder haben. Und in diesen 10 Jahren verdienen die ja auch wieder Geld dabei und kriegen sogar noch Zinsen. Und wir reden von Vermögen ab 1 Million pro Person aufwärts, nur damit sie nicht meinen, dass sie betroffen sind.
Und wenn Sie betroffen sein sollten, wenn Sie von einer Million 5% abgeben müssen, können Sie beim nächsten Maserati-Kauf immer noch den beheizten Außenspiegel mitbestellen. Das Problem ist zu lösen. Es muss keiner darunter leiden. Ob Sie 20 Millionen besitzen oder 10 Millionen besitzen, was hat das mit Ihrem Alltag zu tun? Das sind doch Phantomschmerzen. Und man kann das Gesetz morgen machen. Das widerspricht doch nicht dem Grundgesetz. Man kann das Gesetz morgen machen. Es gibt nur ein Problem, wir haben eine Demokratie. Deshalb wird das nichts. Sie kriegen in einer Demokratie wie der unseren keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung profitieren wird. Das wirklich Grausame ist, sogar 80% der Menschen, die gerade geklatscht haben, haben wahrscheinlich im letzten Herbst eine Partei gewählt, die nur Politik für diese reichen 10% macht. Und das werden Sie beim nächsten Mal auch wieder tun. Bei CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne machen diese Wirtschaftspolitik für die reichen 10%. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins- und Zinseszinspolitik. Und diese fünf Parteien sind eine Einheitspartei im Grunde, wirtschaftspolitisch gesehen. Innerhalb der SED gab es, glaube ich, mehr Streit. Und diese Parteien holen zusammen immer über 80% locker. Wie machen die das? Wie bringen die 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen finanziellen Interessen zu stimmen? Mit einem Trick. Die versprechen den 70% Verarschten, dass sie eines Tages auch zu den 10% Reichen gehören werden, wenn sie sich anstrengend und fleißig und produktiv sind. Und zwar alle. Das nennt man Religion. Und diesen ganzen Schwachsinn haben die so lange erfolgreich in die Hirne der Menschen gehämmert, in unserer angeblich freien Gesellschaft, dass keiner mehr merkt, was hier los ist. Und das machen die mit Hilfe der sogenannten freien Presse. Und da muss man einfach mal gucken, wem das Ganze gehört. Sehen Sie sich mit Verstand an, wem das gehört, was die meisten hier lesen oder konsumieren. Was Zeitungen angeht zum Beispiel. Das sind reiche Familien, denen das Ganze gehört. Springer, Gänse, Springer-Konzern, Gänse. Friede Springer, eine mächtige Frau. Das ist ja nicht nur Bild, das ist Welt, Welt am Sonntag. In Berlin können Sie, glaube ich, gar keine Zeitung kaufen, die nicht von Springer ist. Jetzt in Hamburg bis jetzt auch, jetzt verkaufen Sie was. Dann sind Sie an Fernsehsender beteiligt. Jetzt haben Sie gerade NTV gekauft. Friede Springer, die bestimmt, was los ist in diesem Land. Die macht so oder so. Der Wolf, tja, der musste weg. Der Wolf, der hatte gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Das war der erste Fehler. Und dann hat er noch irgendwo einen Vortrag gehalten über diese Zins- und Zinseszinsproblematik. Da ist schon gar nicht mehr darüber berichtet worden. Da müssen Sie im Internet nachsuchen nach diesem Vortrag. Das hat die Presse schon komplett totgeschwiegen. Und danach haben die den komplett abgesägt. Natürlich war der Wolf auch ein bisschen blöd, das weiß ich auch. Ich fand den jetzt nicht sympathisch. Ich meine, dem Chef hat natürlich der Bild auf die Mailbox quatschen und sich wundern, wenn er das aufschreibt. Das ist natürlich schon, das ist verschärft. Aber wegen Blödheit hat bei uns noch nie ein Politiker zurücktreten müssen. Können Sie von vorne allein fragen. Wir haben den fertig gemacht. Am Schluss mit einem Prozess über 57 Euro. Jeder hat gemerkt, was das für ein Witz war. Hat die Friede Springer mal kurz so gemacht. Es gibt noch eine mächtige Frau in Deutschland. Das ist Liz Mohn. Das ist Bertelsmann. Übrigens, Liz Mohn und Friede Springer sind auf dieselbe Art an ihren Reichtum gekommen. Die haben als Kindermädchen in diesen Familien angefangen, haben die Alte aus dem Nest geschubst und dann den Alten überlebt. Das Modell schwarze Witwe. Bertelsmann Stiftung. Die machen Politik. Bertelsmann ist der größte Verlag der Welt. Random House gehört denen. Die machen Politik mit der Bertelsmann Stiftung. Da ist Hartz IV entwickelt worden. Nicht von Peter Hartz. Der hat ganz andere Löcher gestopft in der Zeit. Wenn Peter Hartz den französischen Präsident Hollande berät, kann es nur um die besten Puffs in Brasilien gehen, meine Damen und Herren. Die Bertelsmann Stiftung macht die Politik. Und Bertelsmann, den gehört auch RTL 1 bis 24. Den gehört auch großer Teil vom Spiegel. Ist Ihnen das eigentlich klar? Ja, Spiegel kennen Sie doch. Die Bild-Zeitung für Abiturienten. Und Grunau und Jahr gehört denen auch, wo der Stern zugehört. Und natürlich arbeiten die reichen Familien auch zusammen. Jetzt kann der Chefredakteur von der Bild oder mal Chefredakteur beim Spiegel werden. Das wäre früher undenkbar gewesen. Inzwischen ekeln sie auch von nichts mehr. Das ist jetzt ganz offensichtlich.
Und das Privatfernsehen ist für die Verblödung der Menschen zuständig. Darum hat der Kohl das auch damals eingeführt. Der wusste, Brot und Spiele braucht das Volk. Je trockener das Brot wird, desto lustiger müssen die Spiele werden. Und wenn man ein Volk dauerhaft verarschen will, muss man es blöd halten. Deshalb darf nichts in Bildung investiert werden. Und das Privatfernsehen war da erfolgreich. Nach 30 Jahren RTL ist das Dschungelcamp die erfolgreichste Sendung im deutschen Fernsehen. Fertig. Das gucken sogar Akademiker wahrscheinlich, während sich von anderen Leuten ihre Doktorarbeit schreiben lassen. Dann gibt es noch den Boulevard, das ist die Familie Burda, die kennen Sie vielleicht auch. Burda, denen gehört Gala, Bunte, Frau und Kind, Kind und Hund, womit sie so ihr Resthirn einwickeln. Im Ruhrgebiet herrscht die Familie Funke. Früher war das die Watz-Gruppe. Da war das zwei Familien, eine sozialdemokratische und eine konservative. Das hat die eine die andere ausbezahlt. Jetzt ist das Funke Medien. Die breiten sich auch immer weiter aus, kaufen im ganzen Osten, in Osteuropa-Zeitungen auf. Funke Medien herrscht da. Das sind reiche Familien, die bestimmen, was die meisten Menschen zu lesen bekommen. Die Süddeutsche Zeitung hat auch den Wirtschaftsteil für die Reichen. Warum? Die Süddeutsche Zeitung gehört zu 89% einer Familie Schaub aus Ludwigshafen. Das sind alte Freunde von Helmut Kohl. Der Familie Schaub hat der Kohl damals auch die größte DDR-Zeitung zugeschanzt nach der Wende. Unter Umgehung der Treuhand. Man kennt sich, man hilft sich. Und diese reichen Familien, die brauchen keine Stasi und keine Mauer und keinen Stacheldraht. Die haben den Stacheldraht durch die Köpfe der Menschen gezogen. Wenn Sie 40 Jahre lang Produkte aus diesen Häusern gelesen haben, dann ist auch zu spät. Seien Sie ehrlich, Sie sind doch nicht bereit zuzugeben, dass Sie sich 40 Jahre lang am Verarschen lassen. Der Stacheldraht ist fest verankert und Sie können nur noch nicken. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, ja, Zins- und Zinseszinspolitik. Soziales, was Arbeit schafft, das ist mein Lieblingssatz. In jeder Talkshow sitzt da einer rum und sagt, Soziales, was Arbeit schafft. Der Satz ist kompletter Schwachsinn, oder? Ich würde sagen, Herr Pofalla, wenn ich Ihnen Ihre dumme Fresse jetzt mit einem Baseballschläger zertrümmer, schafft das im Krankenhaus jede Menge Arbeit. Wie sozial soll ich denn jetzt mal sein? Ne? Das sind Schwachsinnsätze. Aber der Stacheldrahtbesitzer kann sie nur noch abnicken. Und in dieser Gesellschaft, meine Damen und Herren, wo die reichen Familien die Meinungshoheit haben und die Politik nur für die reichen 10% arbeitet, ist die Merkel die ideale Kanzlerin. Weil die hat selber keine politischen Ambitionen. Ich glaube dir auch, dass die selber uneitel ist. Die hat auch selber keine finanziellen Interessen, das glaube ich dir auch. Aber die interessiert sich auch überhaupt nicht für Politik. Die ist einfach gerne Kanzlerin. Oder ist nicht gern zu Hause, das kann natürlich anders sein. Die hat doch kein politisches Projekt, für das sie steht. Nennen Sie mir ein einziges innerliches Thema, wo die Merkel mal gesagt hat, hier stehe ich und dafür kämpfe ich. Das gibt es nicht. Das nennt man pragmatisch heutzutage. Ja, flexibel. Ne? Das ist, die könnte jede Varieté als Kontorsionistin auftreten. Das sind diese Leute, die können sich so verbiegen, die können sich selbst am Arsch lecken. Das ist genial. Die war im Gesundheitswesen erst für die Kopfpauschale. Können Sie sich noch erinnern? Auf dem Leipziger Parteitag Kopfpauschale, alles durchgerechnet, das einzige sinnvolle System. Das Wort Kopfpauschale bei der Bevölkerung nicht zu vermitteln, da hat die Merkel nicht gesagt, jetzt hören Sie doch mal zu, das ist so und so, da haben wir uns was bei gedacht. Dann sagt die Merkel, dann lassen wir das sein, dann machen wir was anderes. Ist okay, nee, das ist schon gut. Mir nach, ich folge euch. Das ist überhaupt nicht. Hauptschule. Hauptschule ist unverzichtbar, hat sie uns ewig erzählt. Dann hat sie die Hauptschule auf dem vorletzten CDU-Parteitag auch abschaffen lassen. Wehrpflicht. Ohne Wehrpflicht gibt es keine Wehrgerechtigkeit. Die Wehrpflicht durfte der Gutenberg da mal kurz abschaffen. Mindestlohn. Können Sie sich an die Sprüche noch erinnern? Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze? Wie viele Jahre? 15 Jahre? 20 Jahre? Hat in jeder Talkshow ein CDU-Mutant gesessen und gesagt, Mindestlohn zerstört Arbeitsplätze. Und jetzt machen Sie Mindestlohn. Ja, ist doch eh alles scheißegal. Geht doch nur darum, gewählt zu werden. Innerhalb dieses Wirtschaftssystems, solange er keine größeren Schäden für die Reichen anrichtet, ist, da ist die Ideologie frei. Das beste Beispiel für Ihre Wackelhaftigkeit ist doch hier auch die Europapolitik. Die eiserne Lady. Na, gucken Sie, ob ich verstanden habe, was die gemacht hat. Als die Krise ausbrach in Griechenland, hat sie gesagt, die kriegen gar kein Geld. Können Sie sich daran erinnern? Wir dürfen überhaupt nicht zahlen, hat sie gesagt. Das steht in den Maastrichter Verträgen. Wir dürfen überhaupt nicht helfen, die kriegen keinen Pfennig. Die müssen alleine klarkommen, jeder für sich.
Als es dann zu spät war, da hat sie die Nummer mit dem 10-Milliarden-Kredit abgezogen. Dann haben die europäischen Länder langsam begriffen, die Dimension der Krise ist so groß, es geht nur alles gemeinsam, wir brauchen diesen Rettungsschirm. Da hat sie gesagt, auf gar keinen Fall. Können Sie sich erinnern? Rettungsschirm kommt überhaupt nicht in Frage. Nur über meine Leiche. Als einige meinten, das lässt sich organisieren. Ja, dann machen wir einen Rettungsschirm, wenn ich bestimmen kann, welche Farbe er hat. Aber dann ist auch Schluss. Dann ist er doppelt so groß, ja, wenn wir schon dabei sind. Das wäre ja so. Das ist dir doch egal. Das beste Beispiel ist die Atomenergie. Ein halbes Jahr vor der Atomkatastrophe in Fukushima hat Angela Merkel die Laufzeiten der Altatommeiler in Deutschland extra nochmal verlängert. Sie hat nach monatelangen Diskussionen gesagt, wir haben alles geprüft. Wörtlich hat sie gesagt, wir haben die sichersten Kraftwerke auf der ganzen Welt. Da kann überhaupt nichts passieren. Die können wir länger laufen lassen. Ein halbes Jahr später kommt der Tsunami in Japan. Da sagt sie diesen legendären Satz, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher. Sie hätte auch sagen können, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, was ich vor einem halben Jahr gesagt habe. Man kann es sagen. Sie hätte auch gleich... Dann hat sie ein Moratorium gemacht, können Sie sich erinnern? Ein Moratorium, ihr zweitgrößter Trick. Moratorium ist nix auf Latein. Aber da ist der Stacheldrahtbesitzer schwer beeindruckt. Ein Moratorium mit Duktus. Dann hat Merkel den Stresstest für die Kernkraftwerke abgewartet. Das waren die Wahlen in Baden-Württemberg. Ein paar Wochen nach Fukushima war Wahl in Baden-Württemberg. Hätten die Baden-Württemberger die CDU im Amt gelassen, wären die Kernkraftwerke am Tag danach wieder für sicher erklärt worden. Wette ich mit Ihnen. Die Untersuchungen lagen bestimmt in der Schublade. So hat die Merkel gemerkt, na, mit dem Thema kann man im Augenblick keine Wahlen gewinnen. Also macht sie wieder ihren berühmten Schwenk, ne, und hat die Atommeiler sofort alle stillgelegt. Die Altmeiler. Komplett. Von heute auf morgen. Ohne gesetzliche Grundlage. Das kennt ihr doch aus dem Politbüro. Da klagen die Betreiber jetzt erfolgreich gegen. Das wird uns noch Milliarden kosten, dass sie einfach so stillgelegt worden sind. Und dann hat die Merkel gesagt, wir machen eine Energiewende und hat zur Begründung nur einen einzigen Satz gesagt, ich habe über die Kernenergie nochmal völlig neu nachgedacht. Ein halbes Jahr, nachdem sie intensiv alles geprüft hatte und nachgedacht hatte, hat sie nochmal völlig neu nachgedacht. Die Frau hat Physik studiert, das ist Ihnen schon bekannt, ja? Die haben da auf der Uni auch nicht alles erzählt, oder? Jetzt mal unabhängig davon, ob Sie Kernenergie gut oder schlecht finden. Wie stellt sich der CDU wieder das eigentlich vor, wenn Dr. Angela Merkel nochmal völlig neu über Kernenergie nachdenkt? Holt ihr dann die alten Physikbücher aus dem Schrank? Und guckt nochmal Flugzeuge, Kraftwerke, Schwerkraft, Scheiße. Diese Frau hält doch die Kernkraftwerke nicht für unsicherer als ein halbes Jahr vor Fukushima. Die hat Angst vor der Kernschmelze in der Wahlurne. Das ist alles, was die interessiert. Die hat keine persönliche Überzeugung. Und wenn in zwei Jahren die Deutschen rummeckern, dass die Strompreise so hoch sind, dann wird sie sagen, ja, ich hätte dann noch ein paar Altmeiler. Ich könnte noch mal neu nachdenken. Die regiert uns mit Floskeln. Und redet uns nach dem Mund. Und innerlich legt sich, wenn es irgendwie geht, überhaupt nicht fest. Da kommen so Sätze wie, wir müssen dieser Frage eine gemeinsame Lösung finden. Wir müssen dieser Frage Geschlossenheit zeigen. Sehr schön auch bei der Neujahrsansprache. Das wird ein schwieriger Weg. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Das wird eine Herkulesaufgabe. Der letzte Wahlkampf bestand aus Plakaten, da stand drauf, Wachstum braucht Weitblick. Alles Variationen von sehr schön auch das Plakat, solide Finanzen sind wichtig, gute Schuhe auch. Machen Sie den Test, beim nächsten Merkel-Interview im Fernsehen drehen Sie einfach den Ton ab und er konzentriert sich nur auf das Gesicht der Kanzlerin. Irgendwann verschwimmt das vor Ihren Augen und wird zu dem Hund von Loriot aus dem einen Sketch. Ho, 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 ho.
Aber das reicht in Deutschland, denn durch die Medien mündig gemachte Bürger, dem reichen ein paar Schlüsselbegriffe wie Sicherheit, Wachstum und Geschlossenheit. Geschlossenheit, das liebt der Deutsche. Das ist in unserem Blut. Eine schöne Fahne und die Reihen fest geschlossen, das hatten wir immer schon toll. Deshalb müssen auch Parteien geschlossen agieren. Hey, wo kommen Sie, wie kommen Sie da drauf? Zu viel Zeitung gelesen, oder? Ich dachte, Parteien müssen diskutieren. Wir haben doch Demokratie. Demokratie ist doch Streit. Wir sind doch nicht alle einer Meinung. Das muss doch ausgefochten werden. Wo soll eine Diskussion denn stattfinden, wenn nicht in den Parteien, auf den Parteitagen? Da muss gestritten werden, leidenschaftlich. Da muss diskutiert werden und Argumente müssen ausgetauscht werden. Und da wird abgestimmt. Und mal ist man in einer Mehrheit, mal ist man in einer Minderheit. Und da ist doch nicht die Welt zu Ende, wenn man verloren hat. Da kämpft man für seine Überzeugungen. Wo soll die Diskussion stattfinden, wenn nicht in den Parteien, in den Talkshows, im Fernsehen? Wo die Redakteure bestimmen, wer mitdiskutieren darf, unter der Leitung von Anne will und kann nicht? Aber diese Art von Demokratie gibt es doch gar nicht mehr. In den Parteien wird doch nicht mehr diskutiert. Wenn eine Partei auf einem Parteitag ernsthaft anfängt zu diskutieren, dann schreibt doch die Presse der reichen Familie nicht, da wird diskutiert, hören wir doch mal zu, worum geht es denn da? Dann schreiben die einfach nur, die Partei ist zerstritten. Das ist das Todesurteil für den Deutschen. Da will er nichts mehr zu tun haben. Nee, die sollen sich einig sein. Worüber ist ihm egal. Die sollen sich aber einig sein. Der Deutsche hasst Demokratie. Der liebt Politiker, die auf den Tisch hauen und sagen, jetzt ist Schluss mit der Rederei, jetzt müssen wir alle an einem Strang ziehen. Genau, sagt der Deutsche, die sollen an einem Strang ziehen. Der Strang darf dem Deutschen ruhig um den Hals liegen. Die Hauptsache, die ziehen da alle gemeinsam dran. Wenn auf einem Parteitag zwei Leute für denselben Job kandidieren, schreibt die Presse von einer Kampfkandidatur. Dann sind die journalistischen Hirnzwerge endgültig aus dem Häuschen. Eine Kampfkandidatur, eine Kampfkandidatur. Da, 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 da. Wenn nur einer antritt, dann ist es eine Wahl. Und das hat die Merkel begriffen. Die Deutschen wollen keine Demokratie, die wollen einen gütigen König an der Spitze. Und sie gibt uns Queen Mum. Queen Mum lässt sie in der Sänfte das Land tragen und sondert ihre Sprechblasen ab. Und was sie sehr sympathisch macht, ihr ist völlig egal, wer ihr die Sänfte trägt. Sie ist ja nicht wählerisch. Ne? Wenn eine Partei schlapp macht, nimmt sie den nächsten Koalitionspartner. Ist ihr auch egal, wo die Sänfte hingetragen wird. Sie will ja nur drin sitzen, das ist das Wichtige. Und die SPD will inzwischen auch nicht mehr diskutieren, wo die Sänfte hingetragen werden soll. Die will einfach nur eine Hand an der Sänfte haben. Das ist das Wichtigste. Denn Opposition ist Mist. Eine Meinung haben ist Mist. Man will lieber an der Sänfte dran sein. Man muss da irgendwie an die Vorträge rankommen, nicht, Herr Gabriel? Sieht mal, Gabriel, der ist abgewählt worden als Ministerpräsident in Niedersachsen damals, als Nachfolger von Schröder. Da hat er sich nie auf die Oppositionsbank gesetzt und gegen den Wolf gekämpft und hat gesagt, ich stehe für meine Politik ein und will wieder an die Macht kommen. Nein, der Sigmar Gabriel hat eine Unternehmensberatung gegründet. Der ist der prädestiniert für, der ist ja Erdkundelehrer von Haus aus. Wissen Sie, wen der beraten hat? VW. Da saß der ein paar Wochen vor, nämlich noch im Aufsichtsrat als Ministerpräsident. Da wusste der genug über die einzelnen Leute, dass er einen Auftrag gekriegt hat. Für ein paar hunderttausend Euro hat er eine Studie geschrieben über die Zukunftschancen von VW in Europa damals. Mit einer schönen Flasche Lambrusco schrauben wir uns das gleich auch zusammen. Kein Problem. Und die SPD muss aufpassen, weil die Grünen können auch Sänfte tragen. Warte mal ab. Für die Grünen ist die Sänfte das ökologischste Fortbewegungsmittel überhaupt. Ja. Die Grünen, was ist aus denen geworden? Das waren mal richtige Spinner, oder? Wissen Sie, wie die aussahen, als sie in den Bundestag einzogen? Verglichen damit sind die Piraten noch Bankangestellte. Die Grünen wollten raus aus der NATO. Die Piraten wollen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Die Grünen wollten raus aus der NATO und waren keine drei Monate in der Regierung. Da haben die Soldaten weitergeschickt, als ihre Väter je gekommen sind. Da habe ich begriffen, was für die Grünen raus aus der NATO bedeutet. Über die NATO hinaus. Out of area. Was Frieden schaffen ohne Waffen wurde, Frieden schaffen mit immer mehr deutschen Waffen. Unter Rot-Grün sind die Waffenexporte so explodiert. Tja, die Grünen haben es begriffen und deshalb hat kein bürgerlicher Wähler mehr Angst. Die Grünen haben gelernt, man rettet Kröten am besten dadurch, dass man sie schluckt.
Die sind gegen Kernkraft, aber für Kaviar. Warum nicht Kaviar? Natürlich Bio-Kaviar, handgestreichelter Stör, ist klar. Darf auch Kinderhand sein, macht dem Stör nichts aus. Und Claudia Roth schmeckt das auch nicht raus. Die Grünen schimpfen heute über die Piraten über das, was sie damals früher selber sympathisch gemacht hat. Und dann steht die Claudia Roth auf dem grünen Parteitag und ruft, Piraten, wir wollen wissen, was hinter eurer Augenklappe ist. Ja, ein Auge, du blöde Kuh. Eine Frau, die man keine Schiffe taufen lässt, weil sie die Flasche nicht loslassen kann. Wegen Pfand, was haben Sie jetzt wieder? Es wird sich nichts mehr ändern, meine Damen und Herren. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne und auch die AfD, das ist Einheitspartei. Und wir mixen diese fünf Parteien, zumindest die AfD bis jetzt ja noch nicht, die mixen wir immer wieder neu in der Regierung. Seit 40 Jahren. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über dieselben Themen. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über Rente, über Gesundheit, über Staatsverschuldung, über Arbeitslosigkeit, über Steuergerechtigkeit, über Bildungsproblematik. Das sind so zentrale Themen in einer Gesellschaft. ADAC hat mich jetzt nie so wirklich interessiert. Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese fünf Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. Sollen wir mit der Rente anfangen? Nee, lieber nicht, da fangen wir an zu weinen. Bildungspolitik lassen wir auch weg, ne? Das ist auch, nee, nicht wirklich. Aber was ist mit dem Gesundheitswesen? Da haben wir eine Reform nach der anderen gehabt, ne? Gesundheitswesen, da, Jahrhundertreformen haben sich da gestapelt. Wo ist es eigentlich besser geworden? Im Krankenhaus, in den Praxen, für die Ärzte, für die Patienten? Ist es fürs Personal besser geworden? Ist es im Pflegeheim besser geworden, im Altersheim? Wo ist es besser geworden? Helfen Sie doch mal, Sie wählen die doch immer wieder. Was ist mit den Arbeitslosenzahlen? Haben wir mehr oder weniger Arbeitslose als vor 30 Jahren durch die Politik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Haben wir mehr oder weniger Staatsschulden als vor 30 Jahren durch die seriöse Haushaltspolitik von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen? Was mit der Steuergerechtigkeit? Wie oft haben die schon versprochen, das Steuersystem gerechter zu machen und transparenter? Ich kann es kaum noch erkennen. Helfen Sie mir, ich gebe Ihnen 6 Wochen Zeit für die Recherche. Und Sie dürfen auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Anspruch nehmen. Es kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem verschworen. Wir sitzen in einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen. Da müssen Sie jetzt aber nicht nur in Manhattan rumlaufen oder in Disneyland, da müssen Sie mal in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen Sie, was da los ist. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben sich in speziellen Viertel verschanzt mit Zugangscodes und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen 2 Jobs parallel, um leben zu können. Ab dem 3. 8-Stunden-Job brauchen sie auch keine eigene Wohnung mehr. Da sparen sie richtig Geld. Das untere Drittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Und obwohl so viele Menschen in den USA eingesperrt sind, ist übrigens ein Geschäftsmodell, private Gefängnisse, da kann man richtig Geld mehr verdienen, obwohl so viele eingesperrt sind, ist die Haupttodesursache für junge Amerikaner Mord. Jedes Jahr werden über 30.000 Amerikaner auf offener Straße erschossen. Das sind über 80 am Tag. 80 Tote am Tag, das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Das ist in den USA auch. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und herrsche. Dividende et impera. Prozent der amerikanischen Medien sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die lehnen sogar Politiker ab, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und auf diese entsolidarisierte Gesellschaft, auf diesen Abgrund rasen wir zu. Und unsere Politiker sagen, wir können den Zug nicht aufhalten.
Und dann sagen wir, können wir vielleicht die Schienen so abgrundlang legen, so eine kleine Kurskorrektur. Und die sagt die Merkel, die Richtung ist alternativlos. Aha, wir können den Zug nicht anhalten, wir können die Richtung nicht bestimmen. Wozu gehen wir wählen? Ah, ich weiß wieder, wir dürfen den Lokführer austauschen. Alle 4 Jahre, das ist lustig. Und da machen die Medien sich aber auch Mühe, das muss man mal sagen. Da organisieren die alle 4 Jahre eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene. Und wenn wir ganz rebellisch sind, tauschen wir den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten. Ne? Wir müssen den Zug anhalten und diskutieren, wie wir wirklich leben wollen. Wie wollen wir in Deutschland leben, wie in Europa, wie soll die Welt weiterleben? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Brauchen wir Banken, die 26% Eigenkapitalrendite haben? Darf man mit Geld mehr Geld verdienen als mit Arbeit? Soll es eine private Krankenkasse ohne gesetzliche Nebeneinander geben? Dass einige Leute sich für billiger Geld besser versichern können als andere für mehr Geld? Das sind alles Diskussionen, aber die können Sie nicht im fahrenden Zug führen. Da muss man erstmal aber den Zug anhalten gegen Willen des Lokführers, das geht nur mit der Notbremse. Und das will der Deutsche nicht. Notbremse ist zu unkalkulierbar. Das ist, da kann der Kaffee über die Hose schwappen, da kann alles passieren. Dann lieber Abgrund, da weiß der Deutsche, was kommt. Das ist sicherlich. Außerdem hoffen ja 80% der Zeitungsleser, dass sie im letzten Waggon sitzen, der oben an der Kante hängen bleibt. Und dann kommen die Leute und sagen, was wäre denn die Alternative? Tja, die Alternative? Die Alternative wäre vielleicht ein zinsfreies Wirtschaftssystem. Das ist doch alles schon mal durchgerechnet worden von Leuten. Das kann man auch finden im Internet. Müssen Sie aber selbst nachsuchen. Muss man googeln. So Begriffe muss man googeln. In der Zeitung finden Sie da nichts drüber. Sie müssen sich selber im Internet informieren mit Stichworten, bevor das auch noch alles gesperrt wird. Demokratischer Sozialismus? Was ist damit? Ist noch nie probiert worden. Steht sogar im Parteiprogramm der SPD, aber ganz hinten mit Geheimtinte. Aber das Wort Sozialismus ist natürlich tot, das muss man ganz ehrlich anerkennen. Das ist hier in Westdeutschland überhaupt nicht zu vermitteln. Wir können diese schrecklichen Bilder nicht vergessen, als die Mauer aufgegangen ist. Das ist einfach, ne? Diese gramgebeugten, vom Kommunismus gebrochenen Menschen, diese Elendsviertel mit Zeltstätten, soweit das Auge reichte bis zum Horizont, in den großen Städten, diese Obdachlosen, die langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben. Für eine warme Mahlzeit am Tag, Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen ohne Zähne, das waren Bilder aus den USA. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Obdachlose ohne Zähne war USA, DDR war ohne Bananen. Entschuldigung. Wir wollen ja immer fair bleiben. Herr Gauck, keiner will eine Mauer, keiner will eine Stasi und keiner will eine Diktatur. Darum geht es nicht. Das ist auch alles 25 Jahre her. Hören Sie mit den ollen Kamellen auf. Wir wollen über Wirtschaft diskutieren. Das, was Menschen brauchen, was sie glücklich machen könnte. Und was haben Sie denn Angst vor der Stasi? Wir haben nur längst die NSA. Die alten Stasi-Kumpel heulen unter ihre Kissen, wenn sie denken, was die Jungs heute für Möglichkeiten haben. Aber vor der NSA hat doch kein Deutscher Angst. Wir leben im christlichen Abendland, da wachsen wir auf mit dem Wissen, da ist immer einer oben, der alles mitschreibt. Der alles sieht und alles weiß, fand ich als Kind schon pervers. Die Vorstellung, dass einer alles sieht, was ich mache, auch wenn ich allein am Klo bin und so. Und sogar meine bösen Gedanken. Boah. Und als sie mir erzählt haben, Oma sitzt auf der Wolke und hat dich immer im Auge, mich hat das nicht beruhigt, das sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, woran Sie glauben, dass Ihre Schwiegermutter auf der Wolke sitzt, ihm beim Sex zuguckt oder was? Und sagt, ne, heute waren Sie nicht so gut, Heinz, ne? Ja. Die Kinder im christlichen Abendland wachsen auf mit dem Glauben an den Nikolaus. Da haben sie uns Angst mit gemacht früher. Der Nikolaus kommt einmal im Jahr mit einem großen Buch, da steht alles drin, was du gemacht hast. Auch das, was keiner mitgekriegt hat. NSA heißt, Nikolaus sieht alles. Das sind wir gewöhnt. Und bestrafe nur die Bösen, dafür gibt es den Knecht Ruprecht. Das ist der Mann, der mit der Rute kommt und die Kinder verprügelt. Wie pervers muss man eigentlich sein, um sich solche Figuren auszudenken? In Holland heißt der Knecht Ruprecht Zwarte Piet. Da war jetzt im Winter wieder eine Riesendiskussion. Nicht darüber, dass es pervers ist, eine Figur mit einer Rute zu haben, die Kinder verprügelt, sondern dass es ein Farbiger ist. Und dann schreibt mir wieder einer, ja, Farbiger ist ja auch rassistisch. Aber wahrscheinlich muss man sagen, maximal pigmentiert. Ich weiß es nicht. In den USA heißt der Zwarte Piet Obama. Manche sagen Black Bush. Seine Rute sind die Drohnen. Und die NSA besorgt die Daten für das Terroristen-Euthanasie-Programm. Und wenn mir der NSA einen richtig Bockmist gebaut hat, dann muss er zur Strafe 3 Monate lang das Privathandy von Angela Merkel abhören.
Das ist die Höchststrafe bei der NSA. Danach hat noch nie wieder einer einen Fehler gemacht. Herr Gauck, ich möchte über Wirtschaft reden. Was glauben Sie? Könnte es sein, dass für 50% der US-Amerikaner von heute der Lebensstandard der DDR-Bürger von vor 30 Jahren das Paradies auf Erden wäre? Inklusive der Bildungschancen für ihre Kinder? Was glauben Sie, Herr Gauck? Geht es den Rentnern in Griechenland heute besser oder schlechter als den Rentnern in der DDR vor 30 Jahren? Das wäre doch mal eine interessante Diskussion. Aber das können Sie knicken. Ich weiß, sobald Sie das Wort Sozialismus erwähnen, sagt sofort ein Deutscher, was soll der Arbeitgeber sagen? Und das ist eine gute Frage. Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist da inzwischen völlig egal. Sozial ist, was Arbeit schafft, heißt doch eigentlich nur, dass man sie auch als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt. Wer wird mit Angst regiert, meine Damen und Herren? Mit Angst. Wie bringt man Menschen dazu, in diese schwachsinnige Riesterrente einzuzahlen, indem man ihnen Angst vor der Rentenlücke macht? Das ist doch systematisch getrieben worden. Die Rentenlücke ist eine Chimäre, weil das umlagefinanzierte Rentensystem ist das einzig Sinnvolle, das für die Mehrheit der Bevölkerung auch vernünftige System. Und das kann nicht kaputt gehen, wenn man es nicht absichtlich kaputt macht. Die kapitalgedeckte Altersversorgung, die kann kaputt gehen. Komplett. Alles, was Sie sparen, kann seinen Wert komplett verlieren. Was in 30 Jahren ist, weiß kein Mensch. Auch die Eichhörnchen finden nur 30% der Nüsse wieder, die sie versteckt haben. Und die werden nicht mal vor Vermögensberatern behindert.